Meine Eltern sind aus Marokko, mein Vater ist Arbeiter, meine Mutter war Hausfrau und ich bin im idyllischen Umland von Hannover aufgewachsen. Ich wollte eigentlich Modedesign studieren, das hat sich leider nicht so ergeben, deswegen habe ich erstmal zwei Ausbildungen gemacht, eine pädagogische und eine kaufmännische Ausbildung. Also ich wollte immer kreativ sein, vor allem auch schreiben, das habe ich sehr früh begonnen und dabei bin ich dann auch geblieben und das hat mich so sehr gepackt, dass ich dran geblieben bin und das entsprechend verfolgt habe. Also es gab ein paar Lehrer, die nicht an mich geglaubt haben, war jetzt nicht so dramatisch. Außer Lehrer, die mich nicht bestärkt haben, gab es natürlich auch Lehrer, die einen motiviert haben. An denen habe ich mich orientiert. Dazu gab es auch meine Mutter, die mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich machen kann und werden kann, was ich möchte. Und mein Vater, der mir auch das gewisse Durchsetzungsvermögen mit auf den Weg gegeben hat. Und dafür bin ich denen auch sehr dankbar. Also manchmal werdet ihr sicherlich das Gefühl haben, dass es keine Perspektive, keine Zukunft gibt, dass euch keiner will, aber den Gedanken kickt ihr am besten ganz schnell beiseite und umgebt euch mit Menschen, die euch mögen, mit denen ihr euch austauschen könnt und dann werdet ihr sehen, es wird alles gut. Zineb El-Masra ist mein Name, 32 Jahre alt, Herausgeberin der Frauenzeitschrift Gazelle und Autorin. Mein erstes Buch hieß Muslim Girls, wer wir sind, wie wir leben. Mach dein Ding!